Es hätte einfach nur schön sein können, als der Mensch den Drachensee erschuf, ihn regelrecht hineinpflanzte in die bäuerliche Agrarlandschaft der Oberpfalz. Doch nichts ist zu lupenrein, wie es scheint. Vor allem dann nicht, wenn man manchen Landwirt fragt. Doch dazu später. Ein Stück weit ist der Drachensee auch das Werk von Heribert Mühlbauer. Als Naturschützer hatte er etliche Gutachten verfasst, als der See in Planung war. Vor allem auf die Ökozone ist er heute stolz. Die Heimstatt von inzwischen mehr als 200 Vogelarten. Früher Arten, die bloß durchgezogen sind, weil noch kein See da war, die haben jetzt festgestellt, durch diese neu angelegte Wasserfläche, hoppla, da ist etwas in Entwicklung. Da könnte man vielleicht in ein paar Jahren nicht bloß rasten, sondern vielleicht sogar als Brutvogel aktiv werden. Das freut sich. Das freut mich sehr, ja. Am See leben aber auch Menschen, die sich weniger freuen über das Vogel-Eldorado. Seht man da rechts schon im Gras erinnert, ne? Alles vollgeschissen, Federn sind da, überall, alles voll. Vor allem die Graugänse sind es, die diese drei Landwirte erzürnen. In der Dölln drin, da sind sie jede Nacht gekommen, da ist Windstart, sind so mit 300 Stück oder 350 Stück sind sie eh gesessen und haben da schön frisch gefressen, geschissen und haben da natürlich genächtigt drin. Und durch das, dass sie täglich gekommen sind, haben wir die Weizenpflanzen derartig geschädigt, dass da einfach auch ein Drittel Ertragseinbußen gewesen sind. Ich bin kein Vogelfeind. Nur die Population ist zu hoch für die Gänse. Mir gefallen die Vögel schon, weil der schon sagt, der Eduard, wenn einige da sind, da sagt er niemand was, aber nicht einige hundert. Die Graugänse waren bei den ersten, die das neu entstandene Gewässer für sich entdeckten. Vor 7 Jahren erst von Menschenhand geschaffen und jetzt schon so viel Wildnis. Wir sind wirklich erst im Anfangsstadium von dem See. In 10, 20, 30 Jahren schaut es wieder ganz, ganz anders aus. Und ich habe es schon öfter so gesagt, unser Ziel muss sein, dass wir da etwas schaffen, wo auch die kommenden Generationen sagen, die haben damals ein Hirn gehabt und die haben etwas gemacht, von dem wir auch profitieren. Bei den gefiederten Bewohnern hat sich wohl noch nicht herumgesprochen, dass nicht alle Menschen am Ufer des Drachensees sie willkommen heißen. Wie so oft entsteht auch hier mancher Konflikt, weil Wildnis und Agrarlandschaft direkt aufeinandertreffen. Ein altes Dilemma, das sich wahrscheinlich nie ganz vermeiden lässt.